Ich schlug erst noch. Ich habe nicht gedrückt. Ja, ja. Wir haben Rollos Bürste gefunden! Es ist nur eine Bürste. Hey, sieh mich nicht so an! Es ist keine gewöhnliche Bürste! Das ist die beste Bürste der Welt! Der Welt! Ich habe sie alle ausprobiert. Und mit der hier wird sein Fell besonders weich und glänzend. Stimmt's, Rollo? Miau. Ich verstehe. Oh nein, da ist noch etwas, was ich vergessen habe. Das ist ja furchtbar. Ich brauche Rollos Kratzbaum. Hey, komm schon, es ist wichtig. Wenn er seinen Lieblingskratzbaum nicht hat, wird er ganz nervös. Sein Fell wird kraus und er kann nicht schlafen. Verwöhntes Vieh. Stimmt's? Miau, miau. Ach ja, ich habe noch etwas vergessen. Dein Haargel und deine Zahnseide. Was? Jetzt hör schon auf. Ich mag es nicht, wenn Leute um Rollo herum nicht auf ihre Haar- und Körperpflege achten. Ich will nicht, dass er sich schlechte Gewohnheiten abguckt. Ist das meine Katze oder ihre? Stimmt, Rollo? Oh Mann, Luga, weißt du, manchmal bist du echt schwierig. Sagt die Richtige. Ich? Ja, es ist wirklich... Oh, warte, da ist noch etwas, das wir brauchen. Das trägst du aber alles. Du hast Els Bestätigung erhalten. Hier ist der Kratzbaum, den kann sie gerne sich einstecken in den Rucksack. Und zu deiner Frage, es ist deine Katze, aber El hat sie annektiert. Eben. Und geh mal kurz ins Menü, weil da hatten wir gerade das Problem System. Optionen. Dann mach doch den automatischen Textverlauf aus. Oh. Ja, ist jetzt aus. Start. Dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass wenn wir noch über irgendwas reden oder schlucken müssen, der Text schon weitermacht. Katze gefunden. In diesem Haus. Katze gefunden vor dem Haus. Hier. Katze gefunden vor dem Haus. Da kommen viele Leute. Oh Gott. Du hast den Reim wenigstens mit Leuten gemacht. Ich war dabei mit Mäusen. Macht in Bezug auf Katze mehr Sinn. Die Objektsphäre Plus. Und jetzt fliegen wir zum Galia-Pfad. Und besiegen ein Pferd. Sonstige. Wir können ja auch direkt hinfliegen. Stimmt. Ich würde zu den Kijara-Fällen fliegen. Eben, dann können wir direkt, wenn wir das Pferd besiegt haben, umdrehen und den größeren Dämon holen. Eben. Stimmt, da war was. Danke, Fuchs. Danke, Fuchs. Ich sehe ein Pferd. Ich auch. Und ich sehe einen Beutel. I don't know if we'll find it through normal means. Elise sagt, sie soll die Katze losschicken. Und das wird sie dir gefühlt noch 5000 Mal sagen. Genau wie Leia dir dauernd sagen wird, dass die Brise total toll ist. Am Hafen. Mhm. Here's a reward for you. Die Massage. Ja. Wobei ich immer... Umdrehen. Du bist schon fertig. Wobei du immer... Wobei ich mich immer frage, wenn sie da so rumpatscht, ob das wirklich was bringt. Och, doch. Durchaus. Du musst nur wissen, wo du rumpatschen musst. Eben. Speichert. Bitte warten. Ja. Speichert. Speichern erfolgreich. Erz. Ich habe eine Fertigkeit erlernt. Super. Geld.
Galt. Geld. Galt. Galt. I'll handle this. Was machst du da? Ich? Nein, Fuchs hat vor dem Gegner in der Luft rumgehauen. Der Gegner hat zugeguckt. Das war so nach dem Motto, wir schauen uns das ganz genau an. Oh, das war jetzt die falsche Art. Egal. Ja, wir können die Kampfkamera einhören. Kombo-Hilfe. TP-Kombo-Hilfe. Und wenn wir den Dämon besiegt haben und den abgegeben haben, sollten wir genug Geld bekommen haben, als dass Nova anruft. Ja. Und wir dann mit der Hauptstory weitermachen können. Und wenn nicht, haben wir immer noch die Möglichkeit, noch auf den Niakara Geisterpfad zu gehen und da das Buch versuchen anzugreifen. Okay. Leute, der Kampf hat keine 11 Sekunden gedauert. Bitte. Und überhaupt. Ellie, was hast du gemacht? Du hast nur noch hinten rumgestanden. Eben, Luga und ich, wir sind nach vorne gegangen. Wir haben die Arbeit gemacht. Ja, und ich habe hinten gestanden und mit Feuerbällen geschossen. Also ganz untötig war ich auch nicht. Das ist richtig, du hast die geistige Arbeit gemacht. Ping, ping, ping. Und vor allem, Ellie, du stehst viel zu weit weg, als dass deine Attacken die Gegner treffen. Let's be sure to keep this up. Meine zielsuchenden Kling-Kling-Kling-Feuerbälle kommen ja wenigstens übers ganze Feld. Kling-Kling-Kling-Feuerbälle. Ja, die machen halt Kling-Kling-Kling. Das sind musizierende Bälle. Eben. Hm. Ah. Sie kann mit Luga genauso gut Elementerz aufnehmen, wie ich mit Lara Medipacks. Ja. Rennst auch ständig dran vorbei. Nein, ich stehe davor und drücke auf die Taste und Lara nimmt die Medipacks nicht. Ich gehe an den Medipacks vorbei und drücke die Taste. Lara geht einen Schritt nach hinten und nimmt das Medipack. Nein, hier komme ich auch nicht runter. Verdammt! Wo war das nochmal? Sie haben dich eingeschkesselt. Eingeschkesselt. Eingeschkesselt? Schuh, Schuh? Nein, Schkessel. Schkessel. Naja, das war nicht der nächste Weg. Ja, natürlich. Die können auch brennen. Chibo can turn into a backpack. Jupp. So, Fuchs. Da willst du hin, das ist richtig, aber da kannst du nicht runterspringen. Was bleibt dir für eine Methode? Fuchs, geh doch einfach weiter. Hope you don't mind. Fuchs ist heute blind. Ah, ja. Wo habe ich den denn hingepackt? Ach, da habe ich den hingepackt. Hope you don't mind. Sharing is caring. Time for a duet. Okay. Blink. Und die Katze ist zurück. Da komme ich irgendwie nicht dran. Kamera bewegen. Eben. Von dem Teil, ich erinnere mich, ich habe die Szene bearbeitet, hast du genau vor dem Glitzer hast du in Teil 1 auch schon gestanden. Oh. Schön. Und wir schicken die Katze erneut los. Oh, wir haben heilige Asche. Ja, die hat doch jemand gewollt. Oder? Die haben wir doch schon abgegeben gehabt. Dann will die noch jemand. Irgendwas wollen die immer. Eben, irgendwas. Nix kriegen die alleine hin. Irgendwas wollen die immer von einem. Eben. Eine Art erlernt. Das wird dann wahrscheinlich entweder Titpro-Bombardement oder negatives Tor sein. Geist stärken. Ich habe Glücksobjekt gelernt. Mhm. Das nehme ich sogar. Lass mich die Items benutzen. Nee, für Geiststärken hat sie leider eins zu wenig. Oh, ja, und? Kriegt sie das halt ein anderes Mal. Sie wird ja noch älter und besser. Eben. Und sie geben uns nun mal mit jeder erlernten Fertigkeit
nur die Hälfte der benötigten TP. Ich sehe es! Es ist auch überhaupt nicht unauffällig. Wo? Ich sehe nichts. Da hinten. Im das glitzernde Teil ist das Elite-Monster? Oh, es ist weg. Das ging ja schnell. You gotta be kidding me! Nö. Ellie? Nein. Können wir was? Nein. Ellie, du bist unnütz. Also mir zumindest. Emma, gut. Eben, das ist für... Ey. Fuchs, wenn du willst, kannst du auch wieder deine Anzeige nutzen. Eben. Ach ja, die ist ja voll. Ja. Ich taumel. Das ist egal. Du kannst das immer benutzen. Ach so. Das hatte die Erklärung ja auch gesagt. Er brennt. Er ist ziemlich tot. Ups. Ich kann im Taumeln rutschen. Du kannst was? Leer taumelt und rutscht. Rowan, bewegen. Wir können uns alle nicht mehr bewegen. Oh. How's that for an old man? Wie hab ich das denn jetzt geschafft? Du hast gezaubert. Ich hab erst gezaubert, dann haben Ellie und ich diesen wunderbaren. Alle lernen gerade Gedöns gemacht. Ich glaube, dann habe ich ein Messer geworfen. Ah. So, und du hast gesehen, wir haben alle, die in Level gestiegen sind, haben Machtladung 2 erlernt. Das ist eine der wunderbaren Fertigkeiten, die man mit Levelanstieg lernt. Ah. Und jetzt kannst du uns in ein Dorf porten. Nia Kara wäre eine gute Wahl. Ich sehe, Sie haben sich für Nia Kara entschieden. Ausgezeichnete Wahl. Wie Sie sehen, gibt es hier... gehakte Wege. Und kuppelförmige Gebäude. Mhm. Auch eine Auftragsbörse haben wir hier. Ja. Wo wir einen größeren Dämon... ja, das sollte Nova zufriedenstellen. Tornado. Du kannst es abgeben. Stopp. Hüllenlos. Ah. Bei Silbererz könnten wir auch was haben, eventuell. Nein. Nein, ja. Nicht. Hm. Na, das war alles, was wir hier abgeben konnten. Nova, bitte! Guten Tag. Fünf. Ja. Da. Zahlung abgeschlossen. I hope you're doing okay. Julius has been acting strange, you know? Actually, never mind. I'll call again later. Ja, genau, später an. Und jetzt Vera. Vera from Spirius Corporation here. We've detected a new fractured dimension. As a dimensional agent, you've been assigned the task of eliminating it. This is your first mission, so please make sure that you're fully prepared. Then come to the Spirius building. Wir eilen! Think we'll find Glasses Guy there? Oh, or maybe the spirit that lives in the land of Canaan! Yay! Wir sind gut vorbereitet, sagt Fuchs. Genau. Ihr könnt natürlich nochmal einkaufen gehen mit unseren 7000 Gold, aber... Eben, wir haben ja doch ein bisschen was übrig behalten. Behalten. Also ich werde zuerst zu den Objekten gestürmt. Ich meine, die sind immer sehr interessant. So, wenn wir nur noch 5 Apfelgummis haben zum Beispiel. Eben.
vorsichtshalber voll machen? Deine Entscheidung. Eben. Wir haben hier kein Mitspracherecht. Wir sind nur für dumme Kommentare verantwortlich. Eben. Ich frage mich ja gerade, ob ich meine Kompetenzen nicht schon überschritten habe, als ich Fuchs sagte, ich würde zuerst bei den Objekten gucken. Ja, manchmal... Oh, was fehlt uns denn für den Kokonblick? So ziemlich alles. Ja. Dann 3% der KP wieder her. Das könnten wir sogar herstellen. Gut, dann hätten wir wieder 5 Orangengummis weniger, aber... Aber 1% HP, gerade so für Heiler, wäre nicht gerade das Schlechteste. TP. Demnächst komme ich noch an mit MP. Nee, die gibt's hier tatsächlich nicht. War es keine Matschpunkte? Nein. Auch keine Matschpfützen? Die gibt's bestimmt. Auf der Zargut-Stromtalwiese. Kannst du es Ellie geben? Die hat Stiefel an, aber kann ich ihr geben, ja. Wofür braucht Ellie Stiefel? Die steht doch eh nur hinten. Und ich komme sowieso mit meinen TP recht gut aus. Rowan hat noch nichts. Möchtest du irgendwas haben? Ist mir doch egal. Was kann die Heilarmspange? Für jeden besiegten Gegner 5% KP. Brauche ich nicht, ich bin ja nicht im Nahkampf. Geistesring. Erhöht Psyche um 10%. Was deinen Artangriff um 4 Punkte erhöht. Ist mir egal. Nehme ich. Bevor Fuchs noch lange überlegt. So, jetzt sind wir voll und ganz vorbereitet, uns mit den Lungs, mit den Jungs und Mädels bei Spirius zu unterhalten. Richtig. Also meistens mit Vera. Also eigentlich meistens mit dem Mädel. Fuchs schiebt mir schon wieder irgendwas Essbares hin. Ich glaube, ich quassel zu viel. Das war nicht die Intention dahinter. Das sagst du jetzt. Ich kann die Schlüssel auch komplett wegstellen. Also ja, kannst du, aber... Wir essen sie jetzt. Guck mal, zwei der wichtigsten Frauen in unserem Leben unterhalten sich miteinander. Oh Gott. Die Hauptgeschichte vorsetzen? Ja, ja. Kapitel 7. Zerstörung der Splitterdimension. I told you, that's a company secret. But my lips are sealed. Nicht so wirklich. You must know what happened to Julius, right? Mr. Kresnik. Luger, hey! Right around the watercooler is a certain someone just got hired as an agent. Congratulations! Like big bro, like little bro, right? I know how much you wanted the job. Thanks. Why's the lone lady here? Just gossiping with my twin sis. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die beiden Schwestern sind. Und dazu noch Zwillingsschwestern. Oh, zwei Ei. Wo siehst du da eine Ähnlichkeit, Helfen? Gleiche Haarfarbe, gleiche Augenfarbe, ungefähr die gleiche Gesichtsform. Also ich finde, dass die... Ja gut, die komplett gleiche Augenfarbe haben sie, glaube ich, nicht. Ich finde, links hat mehr in Richtung braun und rechts hat mehr als eher schwarze Haare. Hey. Nein, von der Farbe her ist es die gleiche. Eben, sie haben beide schwarze Haare. Nur Nova hat diesen... hellen Pony. We've got work to do. Yeah, yeah, I know. I should probably get back to bean counting. Oh, almost forgot. Let's all get together to celebrate your new job whenever you're free. Mit welchem Geld? Nova plant. Eben. Can't believe he told us all about that fractured dimension stuff. Obviously, he wants us to come along. Fuchs lässt den Kopf hängen vor Verzweiflung. Manchmal sind diese Fragen einfach unfair. Nö. Alle warten gespannt auf Fuchs' Entscheidung. Ja. Ich selber auch. Oh, cool. Das waren wir eigentlich, dass das keine getimte Entscheidung ist. Und das hat Jude gefallen, mal wieder.
If the fractured dimensions really are interfering with Spyrite technology and endangering this world, then there's no way I'm sitting out this fight. And that means we need your help. Okay. Das Dream Team. Aww. Very well. You may all assist Mr. Kresnik in this operation. However... Everything must be kept in the strictest confidence, am I correct? I'm glad we have an understanding. Now, allow me to commence the briefing. Cool! Agent Top! The object of each DOJ operation is to infiltrate a fractured briefing dimension and destroy a fractured dimension. Die drei da hinten hören schon zu. It could be an object or perhaps an entity. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So, how do we find it then? It's typically the object or entity that differs the most from its original nature in the prime dimension. Ja, das ist schon so zweimal uns vorgekommen. You'll need to be cautious, bis dreimal. Particularly when the divergence catalyst attaches itself to a person. Julius, Volt und Rowan. Haben wir alle gesplittert vernichtet? I've transmitted the coordinates of the target rift to your GHS. Use it to enter the fractured dimension. Kommen jetzt nicht unsere Lieblingskämpfer? Ja, unsere beiden Lieblingskämpfer sind in diesem Kapitel. Luga kann mit Hilfe seiner Komatos-Fähigkeit nun Splitterdimensionen betreten. Du kannst zur gewünschten Splitterdimension reisen, indem du die gesamte Kartenansicht der Weltkarte in der Weltkarte, bla bla bla, Splitterdimension wählst. Stürze dich über die gesamte Karteansicht der Weltkarte ins Geschehen, sobald du bereit bist. Ich überlege gerade, vielleicht sollte ich wieder doch sagen, Fuchs, tausch mir mal meine Figur aus. Wir müssen sowieso gucken, wer jetzt überhaupt in unserem Team ist. Das kann ja vom Kapitel jetzt unterschiedlich sein. Nein, wir sind noch so, wie wir sind. Ja, gib mir mal trotzdem den Kampfheiler. Alles klar, Fuchs. Deine Aufgabe ist es nun also, eine Splitterdimension zu betreten und erst wieder rauszukommen, wenn wir damit fertig sind. Genau. Gut. Such das, was sich am meisten von unserer Welt unterscheidet. In der Weltkarte. Ein Inn? Hm? Ein Inn? Wieso, uns geht's doch gut. Und glaubst du, für eine Splitterdimension gibt es keine Inns? Gesundheit. Danke. Begeben wir uns also in die Splitterdimension Nummer F4216. Du kannst erst zurückkehren, wenn die Splitterdimension zerstört ist. In die Splitterdimension springen? Wir haben abgespeichert, ja. Reich mir doch bitte nochmal den Titel rüber. Danke sehr. Bitte sehr. Ist wieder so farbfroh hier. Mhm. Später Dimension sind so. That funny feeling we've all been having. It's Triglyph Central Station. I suppose it would follow that this is the rift. Yeah. But are we really in a whole other world right now? It doesn't look any different to me. Ich stelle fest, sie sind alle ein bisschen farbenblind. We've confirmed your entry into the fractured dimension. Commence your search for the divergence catalyst. Du kannst mich aus einer anderen Welt anrufen. Let me thank your Chromatis for that. It maintains a link to the prime dimension. We need to look for whatever seems most out of place in the dimension, right? Correct. The catalyst should reveal itself when anyone with a Chromatis approaches. And if we destroy it, the world will disappear. Exactly. But there's a catch. Only the wielder of a Chromatis can destroy the catalyst. Wait, really? So the only one who can find and destroy these catalysts is Luger. Well, that kind of takes the fun out of it. One last thing. So long as the divergence catalyst exists, you cannot return to the prime dimension. You never told us that! I guess there really is no turning back, huh? So much for goofing off on the job. Sonst hätten wir uns das noch anders überlegt. The train to Oscor will be departing from Platform 1 shortly. Again, the train to Oscor will be departing from Platform 1. The Oscor train's still running?
Maybe in this alternate dimension, the hijacking never took place. We cannot just blithely assume that. We have much to learn about this world. It is fishy that Oscorp is still in one piece. Let's investigate in two groups. Okay, Jude and I will ask around town. Wir sind unsere Charaktere los. You handle Oscorp. Ist egal. Nehm ich Rowan. Ist mir doch egal. Oder willst du Rowan haben? Ich nehme Lies. Bitteschön. Danke. Kann ich meine Leads Arzt angucken? Wir haben die noch nie eingestellt. Bitteschön. Du hast Nullgrenze gelernt. Und Donnergrollen und Azurschneide und Wurfhammer. Zumindest aufgewertet, ja. Pauhammer. Ein negatives Wort hast du ja noch nicht gelernt, genau. Da sind wir noch bei. Du kannst gleich, wenn du möchtest, mal gucken, wie lange das noch dauert, aber... Ja. Okay, das wird hier sein erstmal lustiges Klöpfchen-Geschaffel, aber... Punkte noch, das dürfte ich also bald haben. Und deine Katze ist aus einer anderen Dimension zurückgekehrt. Mhm. Okay. Du kannst sie wieder losschütten. Oh, das Milas Stirnfremden-Replikat. Das habe ich auch ganz lustig ausgerüstet. Allerdings ist das nicht so wirklich Foto. Ja, da bist du fertig mit. Ja. I hope you find something good. Speckled dimensions don't seem all that different to me. Not at first glance in any case. In wenigen Minuten fährt der Zug in Richtung Oscorp planmäßig ab. Lugas macht Zugfahren. Kann nicht jeder. So it seems Luger's Chromatis is the key to destroying these fractured dimensions. And our job is to gather information and support Luger in combat. Yes, we'll do everything we can to help. We're the wind beneath your wings. You guys aren't scared of Luger's weird powers? Like, at all? We have something of a knack for encountering weirdness. The yeah, water no. spirits, dimensional breaches, talking stuffed animals. I bet Jude said pretty much the same thing, didn't he? You called it. He did say that, didn't he? Yeah. But it still scares me to be destroying worlds. Myself as well. The enormity of such a deed is almost more than I can grasp. But we've been through too much to turn back now. Whatever the sin we have to bear. Seien wir ehrlich. Wir Kauf sind... dir ein Ticket. Ach ja, erstens das. Wir sind nicht... Wir haben keine Angst vor diesen Fähigkeiten, wir sind neidisch! Eben! Ich würde mich auch gerne in ein gruseliges Speermonster, allerdings in ein kleines, niedliches momentan verwandeln. Ein gruseliges, kleines, niedliches. Ja! Hör mal, damit wäre Halloween super gelaufen! Ganz ehrlich, klein und niedlich schließt nicht gruselig aus. Eben. Was meinst du wohl, warum in Horrorspielen so oft Kinder benutzt werden als Gegnerfiguren? Weil sie gruselig sind. There's a train station connected to the plant itself? For the easy transportation of goods, I suspect. When it comes to business, Olympias doesn't play games. Huhu. Da könnte man sogar noch einkaufen, immer. Hm.